Wenn es hier um schnelles Internet und Breitbandverbindungen geht, so steht das Rathaus der Gemeinde im Mittelpunkt. Hier in Deutschnofen ist die sogenannte letzte Meile Wirklichkeit geworden. Die neue Glasfaserverteilerstation POP im Rathaus ist von Landeshauptmann Arno Kompatscher und Informatik-Landesrätin Waltraud Deeg übergeben worden. Die Breitbandtechnologie, das sind im Prinzip, das ist die Straße des 21. Jahrhunderts. Früher war es notwendig, den ländlichen Raum durch die Straßen, durch die Infrastrukturleitungen anzubinden, um dort Entwicklung und Fortschritt zu ermöglichen. Heute ist es eben die Breitbandanbindung. Wir haben diesen POP, diesen Verteilerknotenpunkt jetzt in Betrieb setzen können. Das bedeutet, dass jetzt Betriebe, Einzelhäuser, Fraktionen Schritt für Schritt angeschlossen werden können an die Welt und dass damit wieder Entwicklung ermöglicht wird und damit die Menschen im ländlichen Raum auch weiterhin Arbeit, aber auch Freizeitmöglichkeiten und soziales Leben auf jeden Fall weiter gestalten können. Diese Verteilerstation bringt das Glasfasernetz des Landes in die Gemeinde Deutschnofen und wird so rund 50 Betrieben und insgesamt 30 Haushalten die Möglichkeit bieten, sich ans schnelle Internet anzuschließen. Das Breitband und das schnelle Internet, was auf diesen Glasfasern läuft, ist eine ganz wichtige Voraussetzung für die Lebensqualität, für Arbeitsplätze im ländlichen Raum. Und deshalb ist es uns als Südtiroler Landesregierung einfach ganz wichtig, die Gemeinden zu unterstützen, dass sie eben solche Projekte wie hier realisieren können. Und es freut mich, dass wir heute hier sein können und in Deutschnofen sprichwörtlich das Licht einschalten dürfen. Die Firma Linio Alp ist als erster Betrieb von Deutschnofen an die neue Glasfaserverteilerstation angeschlossen worden. Schnelles Internet ist nun Wirklichkeit. Die enorme Datenmenge und der Datenaustausch, auch international, ist für uns als ausführende Baufirma von enormer Wichtigkeit und aus diesem Grunde unterstützt uns das Glasfaser in unserer täglichen Arbeit. Das Glasfasernetz wird in Deutschnofen in nächster Zeit nicht nur im Dorf weiter ausgebaut. Die Hauptstraße, die Gewerbezone sowie Weißenstein werden Zugang zum schnellen Internet haben. Von diesem Glasfaserknotenpunkt aus werden erstmals Betriebe und auch öffentliche Gebäude an das Glasfasernetz angebunden, damit schnelles Internet jeder hier in Deutschnofen auch nutzen kann. Wie Bürgermeister Christian Gallmetzer erläutert, hat die Gemeinde Deutschnofen rund 1 Million Euro in den Ausbau des Glasfasernetzes investiert, um der gesamten Gemeinschaft eine nah- und mittelfristige Zukunftsperspektive zu geben. Auch in Ecken und in Bircherbruck wird an der sogenannten letzten Meile gearbeitet. Hier wird es 2017 schnelles Internet geben. Wir sehen hier hinten einen Glasfaserschrank. Die gelben Kabel sind die Einzelanschlüsse, die zu Familien oder Unternehmen hinführen und Bandbreiten bringen, so wie sie heute auf der ganzen Welt üblich sind, wenn man von Ultrabreitband spricht. Im gesamten Land sind schon 1100 Kilometer Glasfaserkabel verlegt worden. Die POP-Verteiler, die schon in Funktion sind oder in nächster Zeit in Funktion gehen werden, sind 92. Das landesweite Internetnetz ist an 192 Telekom-Zentralen angeschlossen und in 39 Gemeinden surfen 234 Gebäude schon im schnellen Internet.